Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Lenkertasche informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet auf die richtige Größe, das richtige Volumen. Maximal 5 Liter, größer sollte es nicht sein. Denn ihr müsst dran denken, je größer die Tasche, je schwerer die Tasche, umso eher kann sie vielleicht drüber fallen, weil ihr es wirklich nur auf der Lenkerstange montiert. Genauso, wenn ich daher selber lenke, soll es mich nicht irgendwo negativ beeinflussen, weil die Lenkung vielleicht dadurch auch schwerer wird. Tipp Nummer 2, achtet auf einen guten Regen- und Nässeschutz. Also entweder ist das Material besonders wasserdicht oder regendicht, oder ich habe einen Überzieher, den ich rüberspannen kann, damit wirklich nichts nass wird, gerade wenn ich in dieser Tasche vielleicht mein Handy oder andere wichtige Unterlagen oder Utensilien befördere, sollte es auf keinen Fall drin nass werden, sonst kann es sehr, sehr unangenehm auch sein. Tipp Nummer 3, achtet auch auf eine einfache Montage. Ein schnelles Aufhängen, Anklicken, vielleicht auch eben mit einem notwendigen Klett- oder Klicksystem, ein schnelles auch wieder herunternehmen, wenn ich es vielleicht eilig habe und irgendwo mal hinlaufen noch muss. Achte drauf, es sollte schnell gehen, eine schnelle Montage haben, aber es sollte vor allem auch sicher und stabil sein. Gibt es aber heute. Tipp Nummer 4. Genügend Taschen im Innenbereich, aber auch im Außenbereich. Im Innenbereich, wenn es eher um Sicherheitsthemen geht, wie vielleicht auch Geld oder Schlüssel oder ähnliches. Im Außenbereich, wo ich mal schnell ran muss, weil ich was rausziehen muss, weil ich was mitnehmen muss, weil ich vielleicht auch mein Handy vielleicht draußen haben muss, um mal nach dem Weg zu gucken. Nur schaut eben, dass ihr noch genügend Zusatztaschen habt. Und Tipp Nummer 5, achtet auf genügend Zubehör, wie zum Beispiel ein abnehmbarer Schultergurt. Auch das ist möglich, dass ich entsprechend die Lenkertasche herunternehme, einen Schultergurt anklicken kann und kann es dann weiter über die Schulter tragen. Ihr solltet nur gucken, dass der Schultergurt wirklich auch abnehmbar ist, dass sich nachher nicht beim Fahren irgendwo am Fahrrad verheddert oder verklemmt. Und eventuell auch einfach ein Kartenfach oben auf der Front, auf der Lenkertasche drauf, wo ich vielleicht auch eine entsprechende geografische Karte reinsetzen kann oder eine Landkarte und kann danach entsprechend mich orientieren, wie ich fahren muss. Für weitere Informationen schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns bitte auf unserem YouTube-Kanal. Schaut euch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an und abonniert uns. Und jetzt viel Spaß mit eurer Lenkertasche. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.